Hallo zusammen, es ist wieder Zeit für ein World Opening. Wir haben die 9. Woche der Season 2. Heute ist Patch 10.1.5 rausgekommen, das heißt, ein Mega Dungeon ist da und viele neue Quests, viele neue Geschichten, viele neue Goldmecha-Möglichkeiten und viele neue Möglichkeiten, in WoW seine Zeit zu verbringen. Aber heute geht es ja wieder um unsere Vault, um unsere Schatzkiste, die wir mit unserem Mentos und unserem Tank-Paladin gesammelt haben letzte Woche. Und gucken einfach mal, was wir denn diese Woche so erreichen oder bekommen werden aus der netten Kiste. Also, lasst uns mal reinschauen. Trommelwirbel. Ja, also. Wir haben letzte Woche kein Raid gemacht, wie die letzten Monate auch nicht. PvP ist sowieso nicht unser Steppenpferd, von daher Mythisch Plus muss herhalten. Wir haben über 8 Dungeons auf alle Fälle gemacht. Von daher fangen wir einfach mal mit dem kleinsten Item an. Und zwar aus der 8er Dungeons Kiste. Und zwar haben wir hier ein. Oh shit, ich habe das. Hab DD drin gelassen. Okay, wir haben hier heute eine DD-Kiste statt eine Tank-Kiste. Aber gut, ist egal. So, wir haben mal von Dark Rule ein 608 Crit Trinket, nicht used Trinket. Neuner haben eine Chance, einen Trunk auszulösen. Diese für euch mit körperlichen Schaden. Hört sich gut an für den Retri. Müsste ich mir überlegen, wie wir das gestalten, oder müsste ich mir angucken, ob es Sinn macht, das mal zu nehmen von den Stats her. Also Crit auf alle Fälle, ja. Der AOE-Effekt ist auch nicht schlecht. Ja, gucken wir uns mal an. Dann haben wir hier einen Kopf mit 444. Kopf habe ich schon da, von daher wird sich das hier nicht viel geben. Und wir haben ein Handgelenk mit 447 Crit Meisterschaft. Und einen Sockel. Um Gottes Willen, okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal wirklich gucken, was denn die Biss-Sachen denn so sagen zu unserem WoW-Retri. Genau. Sub-Creation. Gucken wir da einfach mal rein. Was wir da so haben. Mythisch und ein Retri haben wir. Da ist mittlerweile A-Klasse. Okay. Auch was Neues. Dann gucken wir nach den Trinkets in den Mythisch Plus-Bereichen. Da taucht es nicht mal auf, der Mal, das Mal des Dark Pool. 608 Crit. Es ist natürlich ein Mainst, einer der Second hauptwichtigsten Satz, die der Retri braucht, neben Vielseitigkeit. Von daher ist es auf alle Fälle eine interessante Kombination. Gucken wir mal noch schnell auf WoW hat. Die haben ja sowieso ihre Sachen geupdatet. Was denn da momentan an den Trinkets so an Biss-Sachen gibt. Wir wollen das Gear haben. Und da gucken wir doch einfach mal. Die ganzen Items, die wollen wir nicht. Aber wir wollen die. Oh mein Gott. Simcraft. So. So, ich müsste eigentlich hier. Was ist denn da? Müsste damit offline gehen. Please waiting. Wie es gut zu sein. Ich könnte auch Sim-Add-on anmachen und dann könnte ich es.
exportieren. So, da ist es schon. So, wir haben jetzt hier Trinket, Shooter, Trinket. Dann machen wir dasselbe. Hier kommt hier, hier kommt hier. So, wir haben das eine und da haben wir. Das wird dauern. Aber ich glaube, ich werde hier jetzt nicht groß rumsimmen. Das Item bringt mir nicht viel, außer sicher der Slot, der Sockelplatz ist natürlich nice. Aber im Retri. Wie geht mit dem hier? Mal von da cool. Und dann schauen wir weiter. Wir haben einen 20er Freihandel mit verstärkt vulkanisch und boshaft. Verstärkt sind die Ads, die da rumstehen. Boshaft ist, Unhold erheben sich aus den Leichen normaler Gegner und verfolgen zufällige Spielkarte. Ja, da müssen die Leute wieder durch die Gegend rennen. Und halt vulkanisch ist halt aus den Gegnern, also aus dem Boden kommt halt Vulkan, wo du rausgehen musst. Zusammen. Ja, gießtechnisch, der haben wir letzte Woche 2,20er hinbekommen und vorletzte Woche einen Out of Time. Deswegen haben wir diese Woche auch einen Key in 20er. Wir werden das auf alle Fälle weiter ausführen und ja, gucken wir einfach mal, wie wir nächste Woche aussehen, nicht wahr? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Ciao!